So, hallo Leute, da bin ich wieder. Wie versprochen, dieses Wochenende wieder ein kleines Shakes and Fidget Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit ein paar Münzen es verdoppeln oder sogar verdreifachen könnt, wie auch immer. Eine kleine Voraussetzung gibt es dafür: Ihr braucht ein Mindestkapital von mindestens 15.000 Gold. Würde ich jedenfalls sagen, sonst, falls ihr Verlust macht, seid ihr am Abgrund und das würde keiner so schön finden. Wie ihr seht, habe ich 1.048.000 Gold. Ich werde jetzt erstmal 48.000 Gold in die Gilde spenden, damit ihr seht, ob ich Gewinn oder Verluste mit dem Geschäft mache. Und so, da habe ich auch jetzt die Millionen. So, ihr müsst einfach hier hinten zu dem älteren Mann mit den drei Hütchen gehen, welcher sich auch Hütchenspieler nennt. Klickt ihr rauf und da könnt ihr sogar auch mit Pilzen spielen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wie ich jetzt 50 Gold setzt, auf Losklickt und dann die richtige Hütchen klickt, wo der Ball drunter ist, bekommt ihr immer das Doppelte. So, und dann macht man das eigentlich immer, man setzt immer das Doppelte. Zum Beispiel jetzt habe ich gewonnen und habe schon wieder 50 Gold mehr. Eigentlich macht es Sinn, mit zum Beispiel 500 Gold anzufangen. Jetzt 1000 Gold. So, und da habe ich schon wieder 500 Gold mehr. Das kann man dann zum Beispiel für Skillen oder in die Gilde spenden benutzen. Ich kann jetzt auch schon mit 2000 Gold starten. Weil ich habe ja 1 Million, habe 4000, habe jetzt 2000 schon wieder Gewinn gemacht. Ja, das kann man jetzt zum Beispiel hier skillen einfach mal. Jetzt habe ich zwar wieder unter 1 Million, das rentiert sich aber wieder ganz schnell. Und wenn ich jetzt wieder das hier Hütchen, bin ich wieder über der Million. Und so macht man eigentlich immer Gewinn, auch mit Pilzen. Ich habe letztes Mal schon ein bisschen Pech mit den Pilzen gehabt, habe über 100 Pilze verloren, deshalb werde ich das mit den Pilzen nicht machen, sondern würde es euch auch nur mit dem Gold empfehlen. Ich werde jetzt noch das ein paar Mal machen und zum Schluss werde ich auch dann nochmal einen Dungeon machen als Highlight, nachdem ich erstmal geskillt habe, weil der ist nämlich 28 Level über mir, der Dungeon. Und das könnte dann allmählich ein bisschen schwer werden. So, da bin ich. So, hab wieder 8000 gewonnen. Hab hier 2000 wieder plus gemacht. Ich werde es jetzt noch, sagen wir, 3-4 Minuten weiter so machen. Bis ich dann einen Gewinn schon von, sagen wir, 20.000 habe. Aber naja, das dauert halt immer mit dem Klicken. Aber wenn man schon geübt drin ist, dann geht es auch eigentlich ganz schön schnell. Boah, bei 4.000 war der Ball jetzt auch nicht da. Das heißt, ich muss jetzt auf 8.000 hoch gehen, weil man immer das Doppelte setzen muss halt. Und es dauert dann schon länger mit dem Klicken. Da sind wir schon bei der Hälfte. Und noch ein bisschen. Noch 1000 und dann sind wir bei der 8000. Wenn ich jetzt ein bisschen verkacke, dann habe ich wirklich Pech. Und da muss ich jetzt wirklich auf die 16.000 hoch und das dauert dann wirklich schon. In der Zwischenzeit kann ich euch ja noch erzählen. Hier kann man halt wirklich viel Geld machen, aber ich würde es euch wirklich nicht empfehlen, es irgendwie beim Serverstart mit nur 2 Gold oder so zu machen, weil falls ihr dann dort schon, sagen wir, mit 10 Gold einsteigt und alles verliert, dann habt ihr schon einen Nachteil gegenüber den anderen. Und falls ihr dranbleiben wollt bei einem neuen Serverstart, dann solltet ihr echt
erstmal ein bisschen Gold sparen und es erst mit Level 50 oder höher versuchen. So, dann sind wir gleich wieder bei 16.000 und dann hoffe ich mal, dass ich diesmal richtig liege mit dem Hütchen, weil sonst dauert es noch länger mit dem Klicken und darauf habe ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, keine Lust. Jetzt habe ich 50 Gold. Oh mein Gott, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich kann ja jetzt schon mal sagen, in ein paar Tagen oder in 2 Wochen, sagen wir es mal so grob, kommt der neue Server raus. Ich werde auf jeden Fall wieder eine Gilde aufmachen. Und falls ihr wirklich in diese Gilde wollt, könnt ihr mich gerne schon auf Server 20 anschreiben, dass ihr in meine Gilde wollt. Ich nehme sehr gerne am Anfang der Gilde viele Member auf. Es wäre besser, wenn ihr Filter seid, weil es wäre schon schön, wenn ich eine Gilde aufbauen könnte, die in den Top 10 nachher landet. Und naja, dann hoffe ich das mal. Außerdem werde ich in die Beschreibung des Videos meine Homepage-Link reinstellen, von Facebook die Fanpage. Den Link werde ich auch reinmachen. Und ja, also, falls ihr wirklich in meine Gilde wollt, schreibt mich einfach an. In den ersten Stunden werde ich ein paar einladen. Ich hoffe, ihr werdet dann schnell in die Gilde kommen und beim Ausbau helfen. Ich werde hier noch auf 32.000, sorry, Gold hochklicken und falls es dann nichts bringt, dann habe ich halt ein bisschen Pech gehabt, aber bei 1 Million Gold ist es eigentlich kein Problem. Das dauert halt ein bisschen das Klicken, aber man gewöhnt sich dran. Ich werde gleich noch einen Arena-Kampf machen und noch einen Dungeon, den ich probieren werde. Davor werde ich aber noch skillen, dass ich den Dungeon auch dann wirklich schaffe. Und ich hoffe, ihr könnt das Video, also mindestens den Link, an alle eure Freunde weiterschicken, weil ich möchte bald wirklich YouTube-Partner werden. Und ich würde mich freuen, wenn ich bis dahin auch in Kürze 1000 Abonnenten und 100.000 Videoaufrufe habe. So, da bin ich jetzt bei den 32.000 Münzen. Ich hoffe jetzt, da ist es wieder nichts, aber ihr habt es ja vorhin gesehen. Meistens klappt es. Ihr könnt euch auch immer mit den Hütchen abwechseln. Aber, naja. Ich werde jetzt erstmal einen Arena-Kampf machen. Oder zuerst werde ich mein ganzes Gold hier, werde ich skillen. Oder noch eine bessere Idee. Morgen gibt es keine Spendenpflicht mehr in meiner Gilde. Deshalb werde ich heute noch mal ein bisschen was reinpumpen, damit wir, wie ihr seht, morgen der nächste Raid ansteht und wir dann auch zügig den darauffolgenden machen können. Aber ich werde jetzt erstmal skillen. Wie ihr seht, das Gold geht ganz schnell weg und das ist eigentlich schade, weil ich benötige es wirklich. Ich hoffe, ich kann auf 450.000 Leben hochgehen. Aber das wird, glaube ich, nichts, weil ich möchte auch noch ein bisschen Intelligenz und so skillen. Ich werde hier erstmal noch auf 25 Crit. Na, ein bisschen mehr jetzt gemacht, kein Problem. Und da wird jetzt erstmal wieder Intelligenz geskillt. Ich werde mir 100.000 Gold lassen. Falls morgen oder irgendwann mal wieder was in den im Laden zu finden, also etwas Gutes im Laden ist. Ja, hier noch ein bisschen gegen Kundschafter und gegen Krieger ein bisschen skillen, dass die nicht so viel Schaden machen. Und dann sind wir schon fast am Ende meines Videos. Die letzten Gold werde ich hier noch reinpumpen und da habe ich auch nur noch 98.000.
Dann machen wir jetzt mal wieder einen Kampf. Sagen wir mal, wir nehmen. Ja, One-Hit. Er hat weniger Intelligenz als ich, darauf müsste man noch immer achten, weil wenn man mehr Intelligenz hat, dann hat man einen klaren Vorteil als Magier gegenüber dem anderen. Oh. Und dann greifen wir den mal an. Ihr seht ja, wie wenig Schaden er mir macht. Das war jetzt ein Crit, aber ich habe auch gekontert. So habe ich jetzt 94 Ehre gewonnen. Freut mich wirklich. Den Dungeon werde ich jetzt auch noch probieren. Das war der hier, der ist Level 40. Aber, boah, der hat mir schon ganz schön das Leben mit seinem Crit gezogen. Ein Schlag hat mir gefehlt. Den werde ich aber heute noch schaffen. Da habe ich ihn doch noch geschafft mit 2,5 Millionen Erfahrung und 12.000 Gold. Das freut mich. Ich werde jetzt noch. Ja, ich habe 800 Pilze. Das heißt, wir sind am Ende meines kleinen Videos. Meine Alu ist heute auch schon zu Ende. Heute habe ich auch schon was ins Klo geworfen. Bin ich der Meinung, ja. Und wir sehen uns dann in einer Woche oder schon früher. Bis dann, viel Spaß und viel Glück bei Shakes and Fidget. Bis dann.